muss man sich seine Zeit sehr gut einteilen, aber das hat mir irgendwie auch so ein bisschen geholfen, dass ich nie was vor mir hergeschoben habe. Das heißt, wenn ich genau wusste, ich habe nachher ein Zeitfenster von 2 Stunden, wo ich mich auf die Klausur vorbereiten kann, dann habe ich diese 2 Stunden eben auch genutzt und habe das nicht so vor mir hergeschoben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bravery Reports. Ich bin Patricia und heute haben wir das erste Mal eine Profifußballerin zu Gast. Momentan führt sie mehr oder weniger ein Doppelleben. Zum einen ist sie Profifußballerin in der deutschen Nationalmannschaft und zum anderen Doktor der Sonderpädagogik. Wir wollen sie gleich mal fragen, warum sie zum Profifußball gekommen ist, warum es ihr wichtig ist, neben dem Fußball immer einen Plan B zu haben und wie sie es schafft, nach Niederlagen immer wieder aufzustehen. Bevor wir das Interview starten, gebe ich unseren Zuschauern erstmal ein paar Fakten zu dir. Turit ist 30 Jahre alt und kommt aus Essen. Sie ist Profifußballerin, spielt seitdem sie 14 ist für die deutsche Nationalmannschaft und ist gerade ganz aktuell von Atletico Madrid zu VfL Wolfsburg gewechselt. Außerdem hat sie Sonderpädagogik in Köln studiert und 2021 promoviert und darf sich somit jetzt Dr. Turit Knack nennen. Turit, das hört sich nach ziemlich viel Arbeit an. Passt das zu deiner Position auf dem Feld, dem Außensturm? Stimmt eigentlich, ne? Das ist ein guter Vergleich, weil der Außensturm ist ja bekannt dafür, dass man immer die Linie hoch und runter rennen muss und ziemlich viel Kilometer abspult. Und ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen. Ich habe, denke ich, so mit Beruf und Fußball und so weiter, habe ich auch ziemlich viele Kilometer abgespult im übertragenen Sinne. Und ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen, ja. Ja, ich glaube auch. Erzähl mal, hast du schon als Kind viele Sachen auf einmal gemacht? Wie und wann hast du angefangen, Fußball zu spielen? Also, ich muss sagen, ich habe mich sehr früh für den Fußball interessiert. Ich habe vorher noch ein bisschen im Verein bin ich geschwommen. Ich habe auch mit einer Freundin mal, war ich mal beim Hockeytraining. Ich war auch mal beim Ballett, was mir aber nicht so Spaß gemacht hat. Und im Kindergarten hatte ich sehr viele Jungs in meinem Alter und nicht so viele Mädchen. Und die haben halt immer Fußball gespielt. Und dann war ich auch so ein bisschen gezwungen mitzuspielen, irgendwie um dabei zu sein. Es hat mir aber so viel Spaß gemacht, dass ich dann direkt im Verein wollte. Und meine Eltern haben anfangs noch so ein bisschen überlegt, wollten es mir noch ein bisschen ausreden, aber haben dann gemerkt, dass ich doch da voll hinterstehe. Und als ich mich dann dafür entschieden hatte, haben sie es auch voll unterstützt. Das war dann so im Alter von 5 Jahren, glaube ich. Ah, cool. Also schon ziemlich früh auch. Ja. Okay, ich glaube, das war dann, wie sich es jetzt anhört, noch eine gemischte Mannschaft, in die du dann gegangen bist. Konntest du so mit den Jungs mithalten oder wie war das so für dich? Auch im Laufe deiner Laufbahn so? Ja, genau. Ich bin dann erst in eine ganz normale gemischte Mannschaft gegangen. Ich war auch lange Zeit das einzige Mädchen, hin und wieder war noch mal ein zweites dabei. Ich habe dann von 5 bis, glaube ich, ins Alter von 13 oder 14 Jahren mit den Jungs gespielt. Und ich fand das eigentlich immer sehr schön. Ich habe das auch nie gemerkt, so dass ich das einzige Mädchen bin. Die Jungs haben mich das auch nie spüren lassen. Also wir waren eigentlich immer, wir kannten uns ja auch von klein auf und wir haben das irgendwie gar nicht so wahrgenommen, dass wir Mädchen und Jungs sind. Also es war völlig in Ordnung. Und dann mit 13 Jahren musste ich ja dann damals, ich glaube, heute kann man sogar ein bisschen länger noch gemischt spielen. Damals musste ich dann mit 13 Jahren in die Mädchenmannschaft gehen. Das war ein sehr trauriger Abschied von meinen Jungs dann damals. Also es war eine schöne Zeit auch in einer gemischten Mannschaft. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hört sich auch echt schön an, wie du das erzählst. Es gibt ja ein paar Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfußball. Macht es denn Sinn, also findest du, es macht Sinn, die immer wieder so zu vergleichen? Ja, das ist ja das, was immer so getan wird, aber ich würde es nicht vergleichen. Also erstmal würde ich sagen, Fußball ist Fußball. Also ich würde erstmal nicht sagen Männerfußball, Frauenfußball, sondern einfach Fußball. Und dann ist es aber natürlich ja so, dass wir Frauen ja natürlich andere anatomische Voraussetzungen haben als Männer und niemals so schnell sein werden und niemals körperlich so stark sein werden. Und man deswegen auch nicht sagen kann, ja, die Frauenmannschaft wird ja gegen die Männermannschaft verlieren. Aber das ist klar, denke ich, weil in anderen Sportarten verlieren Frauen auch gegen Männer. Es ist einfach die anatomische Voraussetzung. Und deswegen finde ich, hinkt dieser Vergleich immer ein bisschen, sondern wir spielen einfach Fußball und jedes Geschlecht für sich und dann passt das. Und da sollte man, finde ich, nicht zu viele Vergleiche anstellen. Du warst auf einer sogenannten Kooperationsschule des Sports, um Sport und Schule gut miteinander verbinden zu können. Was sind so die Vorteile an so einer Schule? Das war so, wir hatten immer eine Sportklasse pro Jahrgang. Und in diesen Sportklassen hast du dann die Möglichkeit gehabt, erstmal Freistellungen zu bekommen. Das heißt, ich war ja auch oft weg mit Jugendnationalmannschaften auf Turnieren, konnte dann mehrere Wochen nicht in die Schule gehen. Und die Freistellung hat man aber immer ohne Probleme bekommen. Dann hat man auch manchmal so noch Nachhilfe bekommen, wenn man wieder zurückkam, um das aufzuarbeiten. Und man ist einfach sehr unterstützt worden in seinem Sport. Und niemand hat einem irgendwie Steine in den Weg gelegt. Und das war so der Vorteil, den ich all die Jahre daraus ziehen konnte. Ja, das klingt auf jeden Fall auch sehr unterstützend. Hast du das denn so mit deinen Noten auch immer gut geschafft oder gab es manchmal auch so ein paar Schwierigkeiten da?
Doch, ich muss sagen, ich habe eigentlich immer meine Noten ganz gut gehalten in der Schule. Ich bin keine Überfliegerin gewesen, ich war aber auch nicht schlecht. Also ich war einfach, glaube ich, eine ganz gute Schülerin und konnte das auch halten. Aber wie gesagt, ich habe davon auch echt profitiert, dass ich dann teilweise, wenn ich von Turnieren zurückkam, mit Lehrerinnen oder Lehrerinnen dann noch das nachholen konnte, den Stoff und noch ein bisschen zusätzlichen Unterricht bekommen habe. Das hat mir, denke ich, dann ganz gut geholfen. Man braucht anscheinend schon ein sehr gutes Zeitmanagement, um das alles so unter einen Hut zu bringen. Wie hast du das so empfunden? Ja, also die Zeit war begrenzt auf jeden Fall, dadurch, dass man ja auch irgendwie jeden Nachmittag Training hatte und dann auch von der Schule direkt zum Training musste und so weiter, vielleicht noch kurz Hausaufgaben dazwischen machen konnte, musste man sich seine Zeit sehr gut einteilen. Aber das hat mir irgendwie auch so ein bisschen geholfen, dass ich nie was vor mir hergeschoben habe. Das heißt, wenn ich genau wusste, ich habe nachher ein Zeitfenster von 2 Stunden, wo ich mich auf die Klausur vorbereiten kann, dann habe ich diese 2 Stunden eben auch genutzt und habe das nicht so vor mir hergeschoben. Das heißt, mir hat es auch immer so ein bisschen geholfen, so diesen engen, getakteten Terminplan zu haben. Dann konnte ich mich immer ganz gut organisieren eigentlich. Haben dich deine Eltern immer so auf deinem Weg und bei deinen Entscheidungen unterstützt oder gab es da manchmal auch so Aneckungen? Doch, meine Eltern haben mich immer unterstützt, zum Beispiel, also gerade im Bezug zum Sport, wo ich noch Kind oder Jugendliche war und noch keinen Führerschein hatte, haben die mich jeden Tag auch immer zum Training gefahren. Ich musste immer von Essen bis nach Duisburg. Das heißt, meine Eltern haben eigentlich ihre Nachmittage für mich auch so ein bisschen geopfert immer. Ich glaube, wir haben auch 3 Kreuze gemacht, als ich dann 18 war und selber fahren konnte. Und dann haben sie mich natürlich auch so auf meinem beruflichen Weg neben dem Fußball auch immer so ein bisschen unterstützt, haben mir auch irgendwie sich mal mit mir zusammengesetzt, als es dann ja kurz vor Schulabschluss so war und mir überlegt, was interessiert mich denn so, was könnte ich denn machen, haben mich da auf jeden Fall auch begleitet und auch ein bisschen dazu gedrängt, nach der Schule nicht irgendwie nur so faul rumzugammeln, sondern in verschiedene Praktika zu gehen und mal was auszuprobieren. Da haben mich meine Eltern auf jeden Fall unterstützt und mir vielleicht auch so den nötigen Anschub gegeben. Ja, auch so ein bisschen so typische Eltern. Ja. Du hast schon mit 14 in der U15-Nationalmannschaft gespielt. Wie sind deine Erinnerungen an dein erstes Länderspiel so? Oder hast du viele Erinnerungen an dein erstes Länderspiel? Ja, natürlich. An mein erstes Länderspiel auf jeden Fall. Ja, es war toll. Also es war so das erste Mal für das eigene Land aufzulaufen mit dem Adler auf der Brust. Irgendwie, es war ein tolles Gefühl. Vor allem, man weiß ja dann auch in dem Alter noch nicht, wie geht's weiter, macht man noch viele Länderspiele oder bleibt es vielleicht auch bei dem einen oder so. Also es war total spannend und aufregend, hat sehr viel Spaß gemacht und bleibt auch für immer in meiner Erinnerung. Klingt voll schön. Wann kam bei dir so die Ambition auf, Profifußballerin zu werden oder Fußball auf Profi-Ebene zu spielen? Ja, so auf Profi-Ebene zu spielen, das war vielleicht eher so ein schleichender Prozess. Also man ist ja dann irgendwie in der Jugendmannschaft und merkt, dass man irgendwie auch ganz gut ist. Und wenn man dann irgendwann zu den Senioren, also zu den Erwachsenen wechselt, dann kriegt man vielleicht auch Angebote von Vereinen und so. Und das war so ein bisschen, habe ich gar nicht so geplant, sondern da ist man dann irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Okay, und irgendwann kommt ja auch so die Zeit der Partys, Freunde treffen, rausgehen, weggehen. Wie sah das so bei dir aus und wie bist du damit umgegangen? Es ist natürlich auch eine gewisse Einschränkung, wenn man Sport so auf professioneller Basis macht. Das ist ja immer, man muss immer auf jeden Fall Abstriche machen. Und das war bei mir auch so. Ich habe auch diverse Partys verpasst und auch Geburtstage verpasst und was es alles so gibt an Wochenenden, wo man dann vielleicht auf einer Auswärtsfahrt mit der Mannschaft war oder irgendwie früh schlafen gehen musste, weil man am nächsten Tag ein Spiel hatte. Aber andererseits muss ich auch sagen, dass ich im Fußball, in den Mannschaften immer so viele Freundinnen gefunden habe, dass ich da auch wirklich sehr viele enge Kontakte und meine besten Freundinnen auch im Fußball gefunden habe. Und da hat man ja wieder so ein bisschen ähnliche Terminkalender. Das heißt, wenn dann frei ist, dann haben wir alle zusammen frei und dann gehen wir alle zusammen auch mal raus und lassen es mal krachen. Also es ist jetzt auch nicht so, als wäre ich nie draußen gewesen, hätte nie mal was gemacht. Hattest du schon immer im Kopf, neben dem Profifußball noch so einen anderen Beruf auszuüben? Oder kam das einfach so, hat sich das ergeben? Ja, also nach der Schule habe ich schon überlegt, was mache ich. Ich wollte auch nicht jetzt alles auf die Karte Fußball setzen, weil das ja irgendwie auch ein bisschen unsicher ist. Und natürlich verdient man im Frauenfußball auch nicht so viel wie im Männerfußball, dass ich jetzt sagen könnte, ich spiele ein paar Jahre und danach habe ich ausgesorgt. Das heißt, man muss ja auch irgendwie sich ein anderes Standbein noch aufbauen. Und bei mir war das so, dass ich dann nach der Schule ja in verschiedene Bereiche mal so ein bisschen reingeschnuppert habe, was ich so machen möchte, was mir so gefällt. Und ja, letztendlich habe ich mich dann für das Sonderpädagogikstudium entschieden, was ich ja auch heute immer noch ganz gut finde, dass ich mich damals dafür entschieden habe. Was ist denn so deine Meinung zum Vergleich Gehalt im Männer- und Frauenfußball? Du hast das gerade schon ein bisschen angesprochen. Das würde mich mal interessieren. Ja, also auch wieder ein schwieriges Thema, auch ein breit diskutiertes Thema.
letztendlich muss man natürlich sagen, dass der Männerfußball auch so ein bisschen für sich steht, natürlich auch in Deutschland gegenüber Frauenfußball, aber auch gegenüber allen anderen Sportarten, muss man ja ganz ehrlich sagen. Solche Zahlen oder Gehälter wie im Männerfußball fließen ja auch hierzulande in keine anderen Sportart. Das heißt, ich würde den Männerfußball oder da immer ein bisschen rausheben und ich würde uns auch nicht damit vergleichen, aber ich muss sagen, dass wir Frauen mittlerweile aber auch zumindest in den Top-Vereinen und in der ersten Bundesliga auch wirklich auch ganz gut auch mit dem Gehalt zurechtkommen. Und auch im Vergleich zu anderen Sportarten, wenn man sich anschaut, was zum Beispiel Hockeyspielerinnen und Spieler oder Handballerinnen und Handballer verdienen und so weiter, da denke ich schon, dass wir als Frauenfußballerinnen auch sogar noch ganz gut dastehen. Und deswegen würde ich das auch wieder nicht vergleichen, weil der Männerfußball natürlich auch viel mehr Gelder einspielt und so weiter. Das ist, denke ich, dann auch gerechtfertigt, dass sie mehr verdienen. Ob sie so viel verdienen sollten, wie sie jetzt verdienen, bleibt dahingestellt. Aber ich würde es nicht vergleichen mit dem Frauenfußball. Okay. Was hat dich denn so zum Studium gebracht und warum hast du dich dazu entschlossen, Sonderpädagogik zu studieren und deinen Doktor da noch drin zu machen? Ja, also nach der Schule, hatte ich ja gesagt, habe ich so ein paar Praktika gemacht. Ich habe so im Bereich Journalismus mal reingeguckt, habe bei einer Sportzeitschrift ein bisschen gearbeitet, war in einem großen Unternehmen tätig, also eher am PC und im Büro und so weiter und habe da mal so ein bisschen reingeguckt, habe dann aber festgestellt, das ist alles nichts für mich. Und bin so ein bisschen familiär bedingt. Mein Vater zum Beispiel, der arbeitet in einer Werkstatt für Behinderte. Und dadurch hatte ich so ein bisschen schon den Kontakt in die Richtung und habe dann gedacht, ja, Lehrerin finde ich ganz interessant und Sonderpädagogik ist ja dann quasi das Lehramt für Förderschulen oder für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf. Das fand ich sehr interessant. Dann habe ich mich dazu entschlossen, das zu studieren. Habe ich ja dann auch erfolgreich beendet. Ja, und danach war dann so die Frage, normalerweise geht man ja nach dem Studium, Lehramtsstudium, danach ins Referendariat. Das heißt, in der Schule 1,5 Jahre die Ausbildung fertig machen. Da war bei mir aber auch so ein bisschen das Problem, zusammen mit Fußball ist es auch ein bisschen schwierig, in der Schule zu arbeiten, weil da hat man auch wieder feste Zeiten, wo man da sein muss. Und dann hat man vielleicht mal unter der Woche ein Spiel und kann nicht da sein. Und deswegen habe ich dann glücklicherweise von ein Stellenangebot an der Uni bekommen. Das heißt, ich konnte da als wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem Bereich, wo ich auch studiert hatte, weiterarbeiten und meine Doktorarbeit machen. Und das Gute daran war, dass ich meine Arbeitszeit da sehr flexibel einteilen konnte. Das heißt, es ließ sich dann ganz gut mit dem Fußball vereinbaren. Du bist ja die erste Frau in einer deutschen Nationalmannschaft, in einer deutschen Fußballnationalmannschaft, die den Doktortitel hat. Wie kommt das denn so auf dem Fußballplatz an? Eigentlich hat das ja mit dem Fußballplatz nicht so wirklich viel zu tun. Ich würde sagen, ich trenne das auch immer eigentlich ganz gern so ein bisschen. Das heißt, auf dem Fußballplatz bin ich dann eben auch nur Turit und auf meiner Arbeit und im wissenschaftlichen Kontext, dann kann man mich vielleicht auch Dr. Knark nennen. Das ist dann okay, aber ich trenne das ganz gerne so vom Fußball. Ja, verständlich auch. Bei der Auslosung des DFB-Pokals wurde in Bezug auf deinen Doktortitel gefragt, wäre das auch was für die Männer? Und die Antwort darauf war, wir trainieren so viel, da ist keine Zeit. Wie reagierst du auf diese Art von Kommentaren? Und kommt das häufiger vor? Ja, der Kommentar war natürlich nicht ganz glücklich, auf jeden Fall. Ich glaube, er hatte sich in dem Moment nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, dass wir ja genauso viel trainieren wie die Männer auch, nur eben nicht die Millionen damit verdienen. Das heißt, ja, ich habe es dann so ein bisschen weggelacht und wir haben auch intern noch mal kurz drüber gesprochen, aber es war dann auch okay. Ich glaube, er fühlte sich in der Situation ein bisschen überrumpelt von der Frage, wusste nicht genau, was er antworten sollte. Aber klar hört man hin und wieder mal so Kommentare und ich denke, es ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe als Fußballerin, dann auch uns da ein bisschen zu positionieren und dann auch unsere Meinung dagegen zu stellen und dann auch zu vermitteln, dass wir eben genauso viel leisten und genauso viel in, so in den Sport investieren wie die Männer. Ja, definitiv. Es gibt sicherlich auch viele Leute, die das noch sehr unterschätzen, was das eigentlich auch für ein Aufwand ist. Ja, mit Sicherheit. Wie findet man so genannte Beraterinnen oder so Sponsoring-Verträge oder kommen die eher so zu einem, finden die einen eher so selbst? Ob man so jetzt Berater und so braucht, das muss man immer ein bisschen selber wissen. Ich glaube, es ist im Frauenfußball in den letzten Jahren ein bisschen mehr geworden, weil eben auch der Frauenfußball ein bisschen internationaler wird und man eben nicht mehr selbst die ganzen Kontakte zu den Vereinen hat. Zum Beispiel, ich bin ja letztes Jahr nach Atletico Madrid gewechselt. Da war ich ganz froh, da hatte ich einen Berater, den ich dann vor 2 Jahren, glaube ich, kennengelernt hatte über einen anderen Sportler, einen anderen Fußballer. Der hat dann eben den Kontakt nach Atletico gehabt und hat mich dann dahin auch
unter anderem mitvermittelt. Und das ist dann schon ganz gut, finde ich, wenn man auch vielleicht international mal ein bisschen was sehen möchte. Sponsoring-Verträge kommen dann auch so ein bisschen eben auch so über so eine Berateragentur oder man wird auch schon mal selber angesprochen. Und bei uns ist es natürlich dann gerade so, dass man vielleicht mal so Verträge mit Sportartikelherstellern hat, die einem dann Schuhe sponsoren und Klamotten sponsoren. Das ist immer ganz nett. Und ich glaube, auch das wird aber auch mehr, weil die Fußballspielerinnen auch immer bekannter werden und auch einige auf Instagram relativ erfolgreich sind. Und da kommen auf jeden Fall, denke ich, und das wird, denke ich, auch noch mehr, dass da ja so Sponsoring-Verträge auf jeden Fall zustande kommen. Du bist verletzungsbedingt mal ein Jahr ausgefallen und dein Doktorvater sagt von dir, dass du immer gute Laune behalten hast, kritikfähig bliebst und nach vorne geblickt hast. Woher kommen so diese Einstellungen, diese Attribute? Ja, ich glaube, so als Sportlerin, das kennst du wahrscheinlich auch, muss man halt irgendwie auch mal mit Rückschlägen, mit Verletzungen, mit Niederlagen und so weiter umgehen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Schule fürs Leben, so auf dem Platz zu stehen, nicht immer nur Erfolgserlebnisse zu haben, sondern auch mal zu verlieren, auch mal mit Enttäuschung umzugehen. Oder eben, wie das bei mir war, ein Jahr lang kein Fußball zu spielen, sondern nur in der Reha zu sein, wieder irgendwie sich ranzukämpfen. Aber so ist es halt irgendwie. Und ich habe, glaube ich, so gelernt in den Jahren, dass man einfach so Situationen, die man nicht ändern kann, einfach so annehmen muss, wie sie sind und immer versuchen muss, das Beste draus zu machen. Ich bin persönlich jetzt 2018 von meinem alten Verein zu Spoho gewechselt, zu Vorwärts Spoho, und habe das gar nicht bereut. Ist dieses leicht gefallen, Verein zu wechseln, oder war das auch teilweise sehr schwer für dich? Also ich muss sagen, das hast du bestimmt bei Vorwärts Spoho und deinen anderen Mannschaften, wo du gespielt hast, dann wahrscheinlich auch so, dass man ja immer ein ganz gutes Teamgefüge hat und immer auch Freundschaften aufbaut. Und ich finde dann, Vereinswechsel sind dann immer total schwierig. Wie geht's jetzt so weiter bei dir? Kannst du dir vorstellen, so später mal Fußball und Studium in einem Beruf zu verbinden? Genau, ich habe ja Lehramt studiert und mein Ziel war es auch eigentlich immer, Lehrerin zu werden. Ist ja auch irgendwie relativ folgelogisch, wenn man Lehramt studiert hat. Aber ich habe mittlerweile so ein bisschen eine andere Idee, oder ich könnte mir vorstellen, vielleicht auch so Fußball und dieses sonderpädagogischen Aspekt so ein bisschen zu verbinden, weil mich im Moment auch so Themen interessieren wie Inklusion im Fußball. Das heißt, wie schafft man es vielleicht? Ich meine, in Schulen wird es ja zum Teil schon umgesetzt, dass eben Schülerinnen und Schüler auch mit Schwierigkeiten in Regelschulen unterkommen und das Gleiche, oder beziehungsweise ich glaube, dass es ja sogar noch besser im Sport funktionieren kann, auch inklusiv zu denken und noch mehr Menschen irgendwie die Chance zu geben, im Verein zu spielen. Und ich glaube nämlich, dass der Fußball total viel leisten kann, auch was Lernen angeht. Ich glaube, dass man so mit dem Fußball so soziale Kompetenzen, Teamfähigkeit oder Fairplay total gut schulen kann. Und ich glaube, so eine Verbindung aus inklusiven Aspekt und Fußball, sowas fände ich ganz, ganz interessant. Und da gibt es ja auch schon sehr viele Projekte und Verbände und Vereine, die sich dafür einsetzen. Und ja, ich könnte mir vorstellen, so ein bisschen in so einem Bereich später mal was zu machen. So, hast du einen Tipp an so junge Mädchen, die mit dem Fußball anfangen wollen oder so diese Fußballprofikarriere einschlagen wollen? Ich würde sagen, jedes Mädchen, was Lust hat, Fußball zu spielen, sollte es auch verfolgen erstmal. Ich meine, bei mir war es auch am Anfang, ich musste auch ein bisschen dafür kämpfen und stehen auch sicherlich anfangs nicht immer alle dahinter, aber ich denke immer, wenn es der Traum ist, wenn es euer Traum ist, dann macht's. Und bleibt dran, und man, gerade im Fußball sieht man ja auch irgendwann, wo es hingeht. Und man merkt ja auch, ob es fürs Profisein irgendwann reicht oder nicht. Aber selbst wenn es nicht zum Profi reicht, kann man super viel Spaß im Fußball haben. Man hat einen super Teamgeist oftmals, man kann mit den Mädels oft was machen. Und also das habe ich so festgestellt, oder auch von Freundinnen, die nicht so hoch gespielt haben wie ich, erfahren immer mal wieder, dass es einfach ja total schön ist, auch Freundschaften zu knüpfen und auch außerhalb des Feldes dann irgendwie was zusammen zu unternehmen. Und Fußball gibt da eine gute Plattform. Und deswegen würde ich jedem Mädchen raten, was Lust hat, es einfach zu machen und durchzuziehen. Total, ist auch total der schöne Sport, finde ich. Also so an sich, auch für Mädchen. Erst recht für Mädchen, genau. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass du dir in deiner Sommerpause Zeit genommen hast. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und wenn ihr noch Fragen an Turit habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben oder ihr auf Instagram folgen. Und auch nicht vergessen, Bravery Reports zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Schaut auf jeden Fall auch mal auf unserer Webseite vorbei, da findet ihr nämlich unsere Gäste ganz genau beschrieben.
und ein Newsletter auch. Bis zum nächsten Video.